Hallo zu den Galabau-Weisheiten der Firma Braunsteine mit dem heutigen Thema: Wie passe ich einen Stein an eine schräge Kante fachgerecht an? Und das, was wir jetzt hier vor uns sehen, ist schon mal ein Beispiel dafür, wie man es nicht machen sollte. Nämlich keine kleinen Schnippelstücke, keine spitzen Winkel, keine Steinseiten, die kleiner sind als ein Drittel der langen Kantenlänge. Und in dem Moment hätte man den Belag eben drehen müssen. Das heißt, der Verband an dieser Stelle wird eigentlich aufgehoben. Und dafür ist es unter anderem natürlich auch interessant zu wissen, wie hier zum Beispiel bei dem Stein Twist, dass es verschiedene Größen gibt. Also nicht nur diese Größe im kleinen Rechteck, sondern es gibt auch große, großformatige Rechtecksteine, die man dann eben hier auch entsprechend verwenden kann. Sowas ist natürlich schon in der Planung, bevor man auf die Baustelle geht, zu berücksichtigen. So, und jetzt zeigen wir euch mal, wie die Steine richtig angepasst werden. So, jetzt haben wir mal die Steine mit entsprechend großformatigen Steinen entsprechend anders hingelegt. Und ihr seht, wir haben hier natürlich nicht mehr den alten Fugenverlauf. Das ist auch nicht schlimm, aber dafür sind hier am Rand entsprechend große Steine. Und auch wenn sowas mal hier passiert und wir würden hier messen und kommen auf 27 cm, dann kann ich nachher einen ganzen hier noch einpassen, sodass auch hier, genau wie hier an der Stelle, zusätzlich eine schöne großformatige Zeile entsteht. Und sowas muss man natürlich auch durch ein bisschen ausprobieren, mal 5, 6 Steine der Reihe nach hinlegen, ausprobieren und dann bekommt man so ein Ergebnis. Ja, jetzt haben wir euch hier mal ein Stück geschnitten. Wir haben vorher gesehen, mit wie vielen kleinen spitzen Ecken und Winzlingssteinen das bearbeitet wurde. Also sehr unschöner Rand mit kippenden Steinen. Und jetzt haben wir die Steine, so wie sich's gehört, so wie es sogar regelkonform ist, nämlich dass auch die kurze Steinseite entsprechend lang ist, nämlich ein Drittel von dieser langen Steinseite sollte diese kurze Steinseite sein. Da wird mit Sicherheit nicht auf den Millimeter geachtet, aber wenn man da in dieser Richtung sich orientiert, kriegt man ein regelkonformes Bild hin. Und was man auch sieht, ist sehr wichtig, dass diese Anschlusskante, die das Auge nämlich am Ende aufnimmt, wirklich sehr gleichmäßig ist. Es sind keine Wellen drin und Beulen. Das ist also das, wo die Kunden am ehesten nachher am Meckern sind, weil sie das natürlich auch optisch erkennen. Ja, das war es auch schon wieder mit unseren Galabau-Weisheiten von der Firma Braunsteine.